Hier, Schachzeiten. Na, was ist denn dieser? Servus, grüßt euch und einen guten Morgen aus dem wunderschönen Allgäu. Ja, wir sind heute leider zu zweit allein unterwegs, ohne so eine nette Begleitung wie das letzte Mal. Und wir sind hier in der Nähe von Reichenbach bei Oberstdorf. Und da machen wir eine Wanderung erst Richtung Oberstdorf und dann über den Wallrachweg oben zurück. Ursprünglich habe ich es andersrum geplant, aber wenn man darauf schaut, der Wallrachweg, der ist momentan noch im Nebel. Und ich hoffe mal, dass sich der bis am Mittag verzogen hat. Weil sonst müssen wir eine Nebelwanderung machen. Und das hat zwar auch seinen Reiz, aber zum Filmen ist es nicht wirklich so interessant dann. Ja, und wer Lust hat mitzukommen, den lade ich natürlich wieder herzlich ein. Also, und wie heißt, auf geht's. Das heißt, jetzt geht's erstmal abwärts. Am Wichtelspielplatz wird wieder gearbeitet, für die nächste Saison hergerichtet. Ja, da machen sie Holz. Ja, hört mal, ja, das Geräusch ist eine Kettensäge, aber wer hat's da? Ja, und was soll ich sagen? Die Sonne kommt raus. Der Nebel verzieht sich allmählich. Und jetzt momentan ist das ein ganz herrlicher Ausblick da. Ja. Und da drüben, da sehen wir den hohen Even auch. Ja. So, das war's jetzt mit unserer heutigen Wanderung. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und nicht wirklich, es geht schon gleich weiter. Aber ich könnte es jetzt so aushalten. Ja, ist es nicht herrlich, hä? Also da drüben. Direkt vor uns ist jetzt der Hohe Even. Madame, neben dran, das ist der Sonnenberg. Im Vordergrund da sehen wir den Geißberg. Okay. Und da hinten schaut der Besler ein bisschen raus. Da, ne? Und da drüben, da ist die Hörnerkette. Die ist noch in den Wolken. Ja, und warum ich heute diese Strecke hier laufe, das hat auch noch einen persönlichen Grund. Vor einem Jahr bin ich hier gelaufen, da habe ich ja gesagt, das ist für mich gleichzeitig eine Trauerwanderung, weil meine Mutter verstorben war. Und heute jährt sich ihr Todestag zum ersten Mal. So schnell vergeht die Zeit, ja. Ja. Auch das Gedicht, das kennen wir von einem anderen Ort noch. Ja, er kriegt am Werk, verhebt der Schritt. Es mahnet vom Leben zum Tod, ist es idwit. Und mein Vater unser verhebt der Schritt. Ja, und ich habe das ja jetzt mal auch für die Nicht-Allgäuer eingedeutscht, was das bedeutet. Einfach, dass man mal anhalten soll, verhebt der Schritt. Ne? Bleib stehen an dem Kreuzle. Ja, und es mahnt. Vom Leben zum Tod ist es nicht weit. Ja. Führer, Vater unser, dass man also stehen bleibt und ein Vater unser betet kurz. Ja. Allerdings bin ich da bei meiner Trauerwanderung zwar diesen Weg da gegangen, aber nicht die gleiche Runde. Ne? Weil die ging da über den Iller-Ursprung. Entlang zur Stellung Burgkirche und heute gehen wir ja auf dem Rückweg über den Wallrachweg. Und da freue ich mich jetzt schon, weil da haben wir nämlich auch ganz tolle Aussichten.
Oh, was? Das sind Hühner. Wo das so denkt. Das Rubihorn. So, jetzt sind wir hier in Oberstdorf an der Drettach. So, damals die Sprungschanzen in der Audi Arena unterhalb am Schattenberg. Na, vor uns haben wir also jetzt da links, das ist das Rubihorn, ja, und rechts das Geißalbhorn. Okay. Der Weg ist das Ziel. Wir können da oder da. Ja, wo willst du hin? Ja, geil, doch besser da. Ja. Doch. Und da vereinen sich beide Wege wieder. Okay. Ja, das ist jetzt hier ein geteerter Weg. Das ist die Zufahrtsstraße zum Kaffee Breitenberg. Das ist aber natürlich geschlossen. Und diese Aussicht, geil. Es ist traumhaft. Jetzt nicht schön, was nur fliegen ist schöner. Ja, ein bisschen trüb ist es, aber ansonsten klarer Himmel, also ein Kaiserwetter, so von dem her. Das ist also der eigentliche Wallraufweg hier. Okay? Das andere, das sind bloß so Zubringer, Pfädel, Wurzelpfade, wo da hochgehen. Okay, und das ist der eigentliche Wallraufweg. Es geht stetig bergauf. Ja, auf ca. 1100 Meter sind wir. Ja. Das war ja schon klar. Und die Kamera zieht auch schon wieder ein bisschen herum. Vielleicht die Speicherkarte wieder mal austauschen. Kommt halt immer wieder mal vor bei der GoPro. Sowas. Runter, ja. Und da geht es noch ein bisschen rauf. Immer wieder solche Lichtungen. Ob ich auch ganz toll. Ja. Ja. Jetzt sind wir da auf dem letzten Drittel des Wallraufweges da. Und jetzt geht es wieder bergab. Okay. Na, probiere es halt jetzt mit dem Handy weiter. Gell? Die GoPro hat sich scheinbar jetzt komplett verabschiedet. Alle 5 Sekunden schaltet sie aus. Und da müsste jetzt viel zu hektisch reden. Das bringt ja gar nichts. Und man dachte, jetzt probiere es halt mit dem. Ja, ich weiß nicht, ab und zu gibt es halt bei GoPro immer noch solche Probleme. Gell? Und, ja, circa 3 Kilometer bis zum Ziel noch.
Und ich werde dann anschließend auch noch nach Oberstdorf reinfahren und ein paar Nachtaufnahmen machen. So, wir sind jetzt am Ziel heil angekommen, sitzen jetzt wieder im Auto, gell, und ja, damit ist die Wanderung jetzt offiziell zu Ende. Laut Komoot waren es so circa 12 Kilometer und 800 Höhenmeter insgesamt, also rauf und runter. Gell, und, ja, ob stimmt, das weiß ich nicht. Gell. Ich werde jetzt noch ein bisschen Aufnahmen machen, Oberstdorf auf jeden Fall. Wer sie noch sehen will, der kann noch dranbleiben. Und ansonsten freut mich, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Ja. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Also ich fand es wieder wunderbar da oben, gell, herrlich einfach. Gell. Nur, naja, gut, dass die GoPro jetzt da gesponnen hat, das ist nicht weiter tragisch, weil viel zum Filmen gibt es da oben im Wald auch nicht mehr. Gell. Es ist eigentlich im Prinzip immer der gleiche Ausblick. Gell. Und ja, dann sage ich an dieser Stelle wieder, ihr wisst es ja, bleibt so gesund, passt auf euch auf. Und in diesem Sinne dann, tschüss, bis zum nächsten Mal.